Willkommen in Ceresole Reale, hier im wundervollen Italien. Wir fahren heute auf den Col di Nevole, eine der wundervollsten Straßen, die das ganze Land zu bieten hat. Und zwar mit der neuen Alfa Romeo Giulia. Unsere ist die Quadrifoglio. Die neue Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio wird von einem 510 PS starken 6-Zylinder Biturbo angetrieben. Verbunden mit all den Kohlefaserbauteilen und der Brembo-Bremsanlage kommt echtes Sportwagen-Feeling auf. Der besondere Kick? Ein aktiver Frontspoiler. Was sofort auffällt, wenn man das erste Mal mit der Giulia unterwegs ist, ist, direkt nachdem man sich an die brachiale Gewalt des Motors gewöhnt hat, ganz eindeutig die Lenkung. Die ist extrem feinfühlig, präzise und sehr direkt. Und man kann das Fahrzeug so sehr genau lenken. Das macht wirklich viel Spaß. Man muss sich nur daran gewöhnen. Aber dann ist es ein echt großes Fahrerlebnis. Unsere Giulia bietet demnach grundsätzlich perfekte Voraussetzungen für die Strecke, wenngleich sie hier hoffnungslos übermotorisiert ist. Der besondere Reiz der Route liegt neben dem großen Höhenunterschied in den vielen Seen, die den Weg säumen, und der meist uneingeschränkten Sicht ins Tal. Es macht absolut Sinn, sich mal die Zeit zu nehmen und diese Straße einfach mal in Ruhe zu fahren, auch wenn es so wie jetzt gerade relativ langsam vorwärts geht. Aber das ist hier gar nicht so schlecht, denn die Straßen sind wirklich zum Teil schlecht ausgebaut, es gibt kaum Leitplanken und von daher ist vorsichtiges Fahren sicherlich nicht die schlechteste Option. Aber ganz ehrlich, hier warten eigentlich hinter jeder Kurve neue Überraschungen, neue Bilder, die einfach immer wieder so schön sind, dass man es wirklich auch bei langsamer Fahrt absolut genießen kann. Ich muss sagen, dieser Pass hier ist definitiv die Reise wert. Der Col di Nevole ist ein echter Geheimtipp und somit eher ein Reiseziel für Einheimische als für Touristen, obwohl er einer der 10 höchsten befestigten Alpenpässe ist. Auch wenn es sich bei diesem Pass um eine Sackgasse handelt, ist am höchsten Punkt noch längst nicht Schluss. Die rund 20 Kilometer lange Strecke beginnt für uns in Ceresole Reale. Sie endet erst deutlich nach dem Gipfel abrupt an einer Schranke auf einer Hochebene an der Grenze zwischen Piemont und Aostatal. Die gute Nachricht lautet, um wieder ins Tal zu kommen, darf man die gesamte Strecke noch einmal fahren. Für den Col di Nevole gibt es unterschiedliche Höhenangaben. Der Reiseführer sagt 2604 Meter, ein Schild hier oben sagt 2612. Einigen wir uns auf über 2600. Aber es gibt drei Dinge, die besonders wichtig sind, die man wissen muss. Zum einen, es handelt sich hier um eine Sackgasse. Zum anderen, es gibt ein Fahrverbot für die Wochenenden. Und das dritte und wichtigste, einen solchen Ausblick gibt es fast nirgendwo sonst auf der Welt. Wer die Region besuchen möchte, der findet in und um Ceresole Reale eine Vielzahl von Hotels und Pensionen unterschiedlichster Preisklassen. Zu einer Reise nach Italien gehört unbedingt, vor allem wenn man sich wie wir auf dem Land befindet, der Besuch eines Gasthauses. Um kein Klischee auszulassen, haben wir nach getaner Arbeit im Tal in einer kleinen Trattoria eine Pizza gegessen. Wir waren dort nicht nur vom günstigen Preis mehr als begeistert. Das war unsere Fahrt auf den Col di Nevole. Der Gipfel hat hier oben 2604 Meter, aber er ist wirklich jeden Meter der Reise auf diesen schmalen, zum Teil sehr kurvenreichen Straßen wert. Man wird immer wieder mit wundervollen Aussichten belohnt. Wenn man dann diesen Gipfel passiert hat, dann empfängt einen hier am Ende ein einfach nur atemberaubendes Panorama. Für mich eindeutig eine der schönsten Straßen.